Also wir haben uns in erster Linie auch kennengelernt, weil ja bei den Maasai auch Wasserknappheit herrscht und wir sowohl im Himalaya als auch hier Bäume pflanzen, also praktisch über Umweltorganisationen. Und dann hat die Organisation, die der Simon gegründet hat, die Frauen, die haben einen Garten angelegt und auch Bäume gepflanzt, um einfach für die Zukunft ja, mitzuhelfen, dass die Zukunft auch gesichert ist auf dem Land, auf dem sie leben. Like exchanging idea and I share with her. Like I have an NGO. I'm from Tanzania, from Maasai community, and I have an NGO that work in support women and young girls around Maasai community. Gerade hat sich Simon vorgestellt. Simon kommt aus Tansania, aus dem Stamm der Maasai und hat gerade einfach ein bisschen losgelegt zu erzählen, wie er zum Institut Ganzheitsmedizin gekommen ist. Und zwar über die Susanne, unsere liebe Susanne, über ein Projekt, das er gegründet hat, eine Organisation, die Bäume pflanzt. And she was motivated to work with me, asking me a question. Then one day she told me, Simon, you know, I'm working in a health institution. Would you like to share about Maasai healing methods? Yeah, I told her, yeah, I can share with you. My grandmother is an expert. So when I was young, many people used to come to my community and in my family and get treatment. And she told me, oh, yeah, can you make one video for me? And then I say, yes, it is possible. And now we came friends and now she is like my mom. We are one family. Und was für ihn wichtig war, um die Organisation zu gründen, war der Zustand der Frauen in der Maasai-Community, weil sich dort Frauen gar nicht treffen dürfen, und wenn die Gruppe größer ist als 10 Frauen. Und er wollte, dass sich die Frauen wieder vereinigen. Und deshalb hat er dieses Projekt unter anderem ins Leben gerufen, wo sie zusammen eben die Bäume pflanzen und auch diesen Perlenschmuck zusammen machen. So, because she used to teach a lot of people, and I was thinking, like, why did she have that inspiration to, like, give people medicine? Why? And I was asking her, when did you start giving out medicine? She started telling me when I was a very young girl, my grand-grandmother, she was also a traditional medicine, so she used to treat people. Through her, she learned. Then now, after she learned, she came also, after she get married, she came also keep practice that things. And now she is most famous. Many people come to her, ask for advice, ask for treatment. If the person is feeling unwell, she came to her and she treat her. Because there is no hospital close here. People can use one day going to hospital. But many people here, they don't trust like going to the hospital, taking medicine. They trust to her. So through her inspiration, like now I can see her, like she is someone with a vision, but she doesn't recognize herself, like okay. She has a vision, but she okay. knows herself, but she doesn't like say, oh, I am proud. She doesn't proud about herself. Okay. What she proud is to see people get treatment. Also Simon hat erzählt, dass seine Großmutter ihn total inspiriert hat, eben seiner Vision zu folgen, weil er hat sich gefragt, wo hat sie die Inspiration her zu heilen? Und sie hat von ihrer eigenen Mutter gelernt, also seiner Großgroßmutter. Und mittlerweile ist sie eine relativ bekannte Heilerin in der Gegend und viele Leute reisen weit, um sie zu sehen. Und die Leute in seiner Community vertrauen der Schulmedizin nicht so sehr und dem Krankenhaus, sondern suchen lieber die traditionelle Heilerin auf, weil sie daran glauben und sie eben auch die Kraft hat, die Leute zu heilen. Und sie selbst aber ist sehr bescheiden, sagt er, und sieht gar nicht, wie mächtig sie ist und wie viel Kraft sie hat. Aber diese Bescheidenheit hat ihn dazu auch angeregt, an seiner Vision festzuhalten und an sich zu glauben. So I came up with an idea like, what are things that I need to change in my community? I said, I need to change environment, health, education, leadership, and entrepreneurship. So through environment, we started like planting of tree. And empowering of women,
we have a project of making beads around the community in which it make women to cooperate together, join together and have their time that to help them to create like freedom of expression, the way like they can exchange the idea. You know, in Maasai women are not allowed to be together, like having the conference of more than 10 women, they are not allowed. So I just decided like through our program of tree planting, beads making, and other projects that we are coming up, it will be an opportunity to bring all women together around my community. And maybe 5 years to come, we have a vision to impact around the world, not only Tanzania, even other countries around Africa. We need to operate through it, due to the permission that we have. Er ist 18 Jahre alt und für ihn bedeutet das Alter aber nichts. Und das sagt auch seine Großmutter, die für ihn wie eine Mutter ist, weil es nur um die Stärke der Vision geht, die man in sich trägt. Und in seinem jungen Alter hat er schon diese Organisation gegründet und setzt sich mit vollem Herzen für die Frauen in der Maasai-Community ein.